Das gefällt mir nicht. Hier sind mir zu viele Menschen. Zu viele crazy, verrückte, krasse Leute, die mich gerne mal angreifen und essen und alles sowas. Okay, zu, das ist schön. Das ist schön. Ja, lasst mich bitte auch in Ruhe. Wäre sehr freundlich von euch. Jo, hier, klatsch ein, Mahner. Ich hab's doch im Urin. Wenn ich jetzt weitergehe, dann kommt der. Hey, mein Junge. Ist das eklig. Who's this? Maybe Father Martin's man. Maybe. He looks nervous. I would like to kill him. As would I. The preacher asked us not to. It would be impolite. Not here. We give him a running start. There's an idea. And when we kill him, we kill him slow. Such patience. Jungs, das ist nicht schön. And liver. They are yours. Schön, machen wir Kaninchenfangjagd oder was? Tür zu. Könnt schön da bleiben, meine Jungs. Oh, ich fühle mich gerade nicht unbedingt. Nicht gut, wenn ich hier lang laufe. Okay, gehen wir mal hier rein. Hier ist nichts. Aber da haben wir schon mal einen Platz zum Verstecken. Tust du mir was? Hey! Auf zu schuppen! Kann ruhig sein, ich wollte nur gucken, was da los ist. Oh! Tötet euch selbst, aber lasst mich in Ruhe. Das ist viel freundlicher von euch. Auch zu, aber hier scheint keiner drin zu sein. Zumindest sehe ich keinen. Oh, ich vergesse mal, dass die Kamera hier an ist. Okay, hier ist auch leer. Achso, Tür schließen, glaube ich bloß. Was von Billy hier sehen? Oder hier lesen? So, hast du noch was mit uns zu bereden? Nee, anscheinend nicht. Okay, hier waren wir noch nicht drin. Gehen wir mal hier kurz hin. Ist zu. Stimmt, deins, wa? Meiner. Lass doch nicht so hängen hier. So, weiter, hallo? Okay. Du warst doch gerade noch nicht da. Boah, das macht keinen Spaß, Leute. Das macht absolut keinen Spaß. Hier liegt wer. Bestimmt Kai, der zittert ein bisschen.
Ah, da haben wir schon mal eine Tür. Also einen Durchgang. Okay, hier ist zu, hier waren wir schon. Glaube ich. Oh, Leute, ich möchte hier nicht langlaufen. Hier gehen wir auf jeden Fall hoch. Hier denke ich mal auch nochmal hoch. Sag ich. Oh, verdammt, Mann. Komme ich hier nicht drüber? Nee, komme ich nicht drüber, muss ich hier lang. Kann ich die Tür zumachen? Tschüssi, macht's gut. So, weiter. Da sitzt ein Toter. Der ist ziemlich fidel. Oh Leute, Mann, der hat nichts für mich. Die Tür geht auch nicht auf. Hier möchte ich weg jetzt, weil der guckt mich so böse an. So, hier ist nichts. Hier ist dunkel. Hier ist noch ein Toter. Oh Mann. Okay, die ist zu, das ist schön. Ja gut, muss ja nicht scheißen, aber... Lautsprecher. So, von der Seite ist auch zu. Jungs, ganz ruhig, ja? Nicht schubsen jetzt. Der Punkt ist, hier hinten standen gerade die, die mir meine Leber holen wollen und so. Zu. Hier ist eine Tür ausgehängt, na schön. God always provides way, follow the blood, na toll. Oh, eine Sicherheitskammer, das ist schön. Wo lang? Hier nicht, okay, hier lang. Ja, weiter geht's. Zu, das ist schön. Und jetzt gehe ich hier eine Treppe hoch. Na toll. Da liegt eine Batterie. Und runter. Und Batterie. Oh, ist das schön. Das ist schön. So, hier ist nichts weiter. Okay, dann wieder hoch, mein Junge. Und dann hoch hier. Oh, ich habe das Gefühl, wir werden hier bald sterben. Oh, das ist schön. Pfeile an der Wand. Mit Blut. Ist hier wer? Ich denke mal. Aber wir gehen jetzt mal weiter. Blut hoch. Was ist mit dir? Du schmierst das hier etwa mit deinen Ärmchen dran. Down the drop. Ja, ist gut. Ich höre dich. Oh, erstmal Dokumente. Okay, dann lesen wir erstmal wieder. Notizen hatten wir, Nekromantie. Dieser verdammte Ort, ganz ehrlich, dieser Scheißort, Sterben gehört dir zu den wenigen schrecklichen Dingen. Auf jeden Fall gebe ich dir vollkommen recht, mein Junge. Folge den Blutspuren, so Dokumente, Vater Matinee. Helen, Dr. Zeichner hat mir ihre Kontaktdaten gegeben, damit ich... mit ihnen wegen der Einstellung des Kunstprogramms in Verbindung setzen kann. Mein Patient Martin Archibaut oder ähnlich, ist egal, hat in seiner Therapie aufgrund der Fingermalerei enorme Fortschritte erzielt. Noch in der Woche der Einstellung des Kunstprogramms haben seine
schizoaffektive Behauptungen von einer höheren Berufung sprunghaft zugenommen. Lassen Sie ihn bitte die Fingermalerei fortsetzen. Die wenigen Dollar, die Sie bei der Farbe einsparen, werden von den Kosten für das Clozapin mehr als geschluckt. Ich verstehe die Logik dieses Spiels nicht, außer Mirkov möchte erreichen, dass Sie unsere Patienten immer weiter von der Realität entfernen. Bitte sagen Sie mir, wie ich weiter vorgehen soll. Dr. Nie Wolfram. Das mache ich gerne, wenn mich das bitte in die Freiheit geleiten wird. Warte mal, auf die Wand abzulecken, also bitte. Ach, schöner Putz hier mit den Rissen und so, sieht hübsch aus. Finde ich, okay. Die ist zu. Oh nein, wenn ich jetzt hier springe, ja, dann bin ich doch tot. Naja. Das Spiel war schön. Okay, hier ist Access Grant. Was, wenn die Türen schließt, kannst du einen Verfolger abbremsen? Dazu muss ich die Tür aber auch aufkriegen. Ihr Pfeifen. Hallo. Bleibst du da? Danke. Hier ist nichts. Schnell umgucken. Oh, das war mein Schatten. Hier können wir uns verstecken, das ist schön. Hallo, komm mal hier. Ich meine, es ist geil gemacht, dass die Verrückten ja auch oder so noch allgemein noch reden können, dass sie noch ein bisschen Verstand haben. Weil ich dachte eigentlich, es sind an sich schon richtig kranke Sachen, die hier passieren und die uns überhaupt nicht so storytechnisch erzählen, sondern wir sollen einfach nur entkommen aus dem ganzen Schlamassel. Aber ich finde es schon schön. So, hier haben wir ein paar Save Points. Kann ich dich rauslassen? Du hast mir so schön geholfen gerade. Guck mich mal an. Ja, das sieht auch aus wie so ein krankes Schwein. Ich schließe mal die Tür, ja? Mach's gut. So, weiter. Hier ist nichts. Hier ist zu. Das heißt, wir gehen natürlich in Exit rein. Ah, in so einer Tür kann auch kein. Halt, wartet mal. Ich lies mal trotzdem die Tür hier wieder auf. So, jetzt kommen wir nochmal. So. Ah, toll, der fängt schon wieder an zu atmen. Willst du was von uns oder guckst du einfach nur blöde? Hallo. Ich rede mit dir. Oh, das gefällt mir gerade nicht. Ja, wenn ich jetzt rumgehe, ja, dann kommst du wieder. Bleibst du da? Ja, was? Tust du mir was oder nicht?
Boah, das kann doch wohl nicht wahr sein. Der steht da rum und ich weiß nicht, was mit dem ist. Ich wusste es doch, ich wusste es doch, ich wusste es doch. Ja, versteckt habe ich mich, Junge. Jetzt sind sie nicht mehr, wa? Glauben die sich da jetzt wenigstens? Man sieht nichts. Was ist jetzt? Oh, okay. Da ist er. Kommt er jetzt wieder zurück? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, ich mache an der Stelle erstmal schnell eine Aufnahmepause. Ja, und wir machen beim nächsten Mal weiter. Das heißt, wir werden beim nächsten Mal hier rausgehen und werden dann da hinten mal hingucken, was da so ist und dann hoffentlich nicht sterben. Bis dahin, Leute, macht's gut und viel Spaß beim Gucken und Gruseln.